Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin's, Nell. Heute möchte ich mit dir gemeinsam eine sehr teure, edle Gesichtsreinigung mit einer sehr günstigen, minimalistischen Vergleichung, um zu schauen, welche tatsächlich besser ist für die Haut, für die Brieftasche und für den Alltag. Was ist einfacher? Und bringt trotzdem gute Ergebnisse. Und da wären wir schon beim Alltag. Der ungeschönte, ungefilterte Eindruck dieser Flaschen, wenn sie im Badezimmer eine Woche lang benutzt werden. Natürlich verwende ich sie manchmal blind, manchmal nur mit einem Auge schielend, mit nassen Händen, wo noch Make-up dran ist, wo die Hände feucht sind. Und das rutscht alles an diesen Flaschen entlang. Dann entstehen so Flecke und sehen nicht mehr so ordentlich aus, weil es ziemlich unhygienisch ist, finde ich, bei solchen Sachen, reinige ich sie einmal in der Woche. Und ich muss ehrlich sagen, alltagsrelevant ist es schon, denn ich verschwende die wenige Freizeit, die ich habe, dafür, dass ich meine Reinigungsprodukte reinige. Je mehr ich davon habe, desto mehr Zeit verschwende ich und desto mehr Arbeit habe ich damit. Macht es mein Leben also schöner oder schlechter? Also ich finde schlechter. Kommen wir zu dem finanziellen Aspekt. Jede dieser Flaschen hat 150 oder 145 Milliliter Inhalt und kostet um die 60 Euro. Das heißt insgesamt drei Flaschen 180 Euro, die du gerade gesehen hast. Schon ein bisschen teuer für Gesichtsreinigung, oder? Okay, du brauchst zugegeben nicht wirklich drei Flaschen, es reichen zwei. Denn Sensai hat ein Reinigungskonzept fürs Gesicht entwickelt, das aus zwei Schritten besteht. Eins und zwei. Das heißt, insgesamt bräuchtest du 120 Euro für deine Gesichtsreinigung. Diese reicht aus ungefähr, ich würde sagen, 7 Monate habe ich beides genutzt. Natürlich kann das eine oder andere schneller ausgehen, wie bei mir zum Beispiel jetzt die Nummer zwei, weswegen dann die Nummer zwei nachgekauft werden muss, damit du dein Gesicht weiter reinigen kannst. Wie ist das Konzept von Sensai? Das heißt, eigentlich sehr gut entwickelt und ich liebe Sensai. Es ist wirklich eine sehr gute Firma aus Japan, die sanft und wohltuend für die Gesichtshaut ist. Ich habe sie sehr gut vertragen und mochte sie eine Zeit lang richtig gerne. Die Reinigung mochte ich auch sehr lange, sehr gerne, bis ich auf diesen Minimalismuszweig abgegangen bin. Und jetzt möchte ich halt ein bisschen weniger um mich rum haben und es schadet auch nicht, ein bisschen Geld einzusparen, weil die Zeiten sind gerade nicht rosig, oder? Sehe ich das als Einzige? Ich glaube nicht. Und das ist schrecklich. Und am schrecklichsten finde ich, dass unsere Politiker das gar nicht bemerken. Aber kein Wunder, denen geht es ja ganz gut, ne? Mache ich doch weiter mit der Gesichtsreinigung. Sauber machen ist immer gut. Vielleicht auch in der Politik. Okay, Gesicht erstmal. In Schritt Nummer 1 hat sich Sensai überlegt, dass sie als erstes eine sanfte Reinigung beginnen wollen und entfernen Sachen wie Make-up, Sebum und den Umweltschmutz. Die Feuchtigkeit der Haut wird bewahrt und die Haut wird nicht irritiert. Es gibt unterschiedliche Produkte in diesem ersten Schritt. Es wird ein Balm angeboten, ein Öl, das ich habe, ein Gel. Mit Gels komme ich nicht so zurecht. Eine Reinigungscreme und Milch, mit denen komme ich auch nicht so gut zurecht. Die habe ich auch nicht getestet, aber das Öl finde ich richtig gut. Als zweiten Schritt gibt es eine Tiefenreinigung. Da gibt es Produkte wie ein Gel und unterschiedliche Konsistenzen von Seifen, die aber in so Plastikbehältern drin sind. Eine festere Seife, eine cremige und eine milchige. Und der zweite Schritt ist eine Tiefenreinigung, die die Haut von wasserlöslichen Verunreinigungen befreit, von Bakterien, von Schweiß, von verhornten Hautschüppchen, aber nicht so stark wie beim Peeling. Und die Haut wird für die anschließenden Pflegeprodukte vorbereitet. Es ist wirklich optisch sehr ansprechend, es macht Spaß mit den Sachen zu arbeiten, es fühlt sich alles gut und edel an, es riecht alles schön und sieht optisch, präsentiert sich im Badezimmer einfach sehr luxuriös. Die Marke Sensai ist eine sehr luxuriöse und gute Marke, mit der ich wirklich nur schöne Erinnerungen verbinde. Und in der Vorreinigung, dem Schritt 1 und der Tiefenreinigung Schritt 2 sind wirklich sehr schöne Produkte und man kann es unterschiedlich kombinieren. Da ist wirklich für jeden was dabei, was ihm gefällt und passt. Auf der anderen Seite habe ich eine Vereinfachung, eine ganz gewöhnliche Gesichtsseife. Die ist jetzt von Dance Biomarket, so eine umweltfreundlichere Gesichtsseife. Etwas ganz Simples, Minimalistisches, kein Verpackungsmüll, da spare ich mir schon zwei Flaschen quasi, wenn nicht mehr. Und die reicht mir für ein ganzes Jahr. Das heißt, die Produkte von Sensai muss ich zwei Flaschen kaufen, ungefähr zweimal im Jahr oder anderthalbmal im Jahr. Also vom Müll spare ich sehr viel. Hier zahle ich 10 Euro oder 5 Euro oder 1 Euro, je nachdem, wo ich die Seife her habe. Die Seife von CD finde ich auch sehr gut. Auf der anderen Seite 120 Euro. Also sie ist finanziell und mülltechnisch mit der Nachhaltigkeit gewinnt diese Seife auf jeden Fall. Jetzt komme ich mal zur Praxis. Ich habe mich sehr stark geschminkt und möchte dieses Make-up, das sind all die Produkte, die ich benutzt habe, entfernen. Einmal mit der luxuriösen, teuren Gesichtsreinigung, die in zwei Schritten vor sich geht und eine Seite mit der Seife. Damit der Vergleich auch gerecht ist, benutze ich dann Pads zum Abschminken. Das mache ich sonst nie. Das Öl
ist der erste Schritt die sanfte Vorreinigung, wo Make-up und die ganzen fettlöslichen Substanzen abgenommen werden. Ich bringe es auf die Gesichtshaut, auf das Make-up auf und entferne es mit einem Pad. Und du siehst, eigentlich bin ich jetzt sehr zufrieden und habe das Gefühl, das meiste ist wirklich abgegangen, wenn nicht alles. Es ist ein bisschen Wimperntusche, Mascara ist geblieben. So sieht das Pad aus. Auf die andere Seite werde ich jetzt die Seifenanteile, diese gewöhnliche minimalistische Reinigung machen. So sieht das Pad nach der Entfernung aus. Also das Seifenpad ist natürlich durchfeuchtet, deswegen fällt eine objektive Bewertung schwer anhand der Pads. Allerdings muss ich sagen, wenn ich mir das Gesicht angucke, gewinnt die Hälfte, die mit der Seife gereinigt wurde, eindeutig. Sie ist sauberer. Jetzt schon. Aber es kommt ja noch der zweite Schritt. Dafür benutze ich die Tiefenreinigung. Von der Luxusmarke nehme ich die milchige Seife. Da ist nicht mehr sehr viel drin. Ich muss die aufschrauben, den Rest rausgießen. Das mache ich sehr gerne. Verteile das auf den durchfeuchteten Pad und werde das auf mein Gesicht auftragen, auf die eine Hälfte des Luxusreinigungsprodukts. Auf der anderen Seite, ach ja, so sieht die Seife aus. Ich bin immer viel zu schnell. Sie fühlt sich auch sehr angenehm an. Es ist ein angenehmer, sauberer Duft, der einfach Luxus verspürt, nicht irgendwie sowas Parfümiertes, sowas etwas Edles, wo gleich das Gefühl entsteht, ich tue mir was Gutes. Das ist jetzt die gewöhnliche Seife, die bringe ich auf das andere Pad, das ebenfalls durchfeuchtet ist, auf und benutze es auf dem Seifengesichtsanteil. Ich bringe die auch nicht durcheinander, damit der Vergleich gewinnt. Und so sehen die Pads danach aus. Also ich habe wieder das Gefühl, das Pad, wo wirklich die gewöhnliche Seife dran ist, hat mehr Dreck aufgenommen und die Seite ist auch sauberer. Das Problem ist, dass die günstige Seife meine Augen so ein bisschen irritiert hat und es brennt und es ist rot geworden. Das ist unangenehm. Weiter zur Auswertung, damit ich wirklich objektiv bin. So sehe ich mit Auge nichts, aber das Aussehen ist das eine. Gucken wir jetzt Tiefenwirkung. Ich verwende das Gesichtswasser von Crème de la Mer, das ich wirklich liebe, tröpfle es auf die Wattepads drauf und werde jeweils eine Gesichtshälfte damit bestreichen, um zu gucken, sind da noch Make-up-Reste drauf oder nicht. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt in dem Video sieht, aber ich würde sagen, beide Produkte haben super abgeschnitten und das Gesicht ist sauber. Es ist kein Dreck mehr zu sehen, keine Make-up-Reste. Im nächsten Schritt möchte ich schauen, wie gut die Mascara und das Augen-Make-up abgegangen ist. Dazu verwende ich einen Augen-Make-up-Entferner von Art Deco, den ich in eine andere Flasche umgefüllt habe, damit ich ihn besser dosieren kann. Das ist die Flasche von Shiseido und sie sieht auch optisch ein bisschen besser aus. So, und das Ergebnis ist, die Luxusreinigungsseite hat ein bisschen mehr Mascara übrig gelassen. Das ist wirklich ein minimaler Unterschied. Also insgesamt kann ich sagen, dass beide Reinigungsprodukte gleich gut funktionieren. Vielleicht das teure ein bisschen mehr Mascara übrig lässt. Dafür brennt das billige mehr in die Augen. Autsch! Ich wollte dir noch einmal das Gel von der Luxusmarke vorstellen, von Sensai. Es fühlt sich auch gut an. Das ist so angenehm und kühlend, gerade im Sommer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei Gelen habe ich immer das Gefühl, die reinigen nicht gut, aber die reinigen genauso gut wie die anderen Produkte. Ich habe das getestet und das funktioniert genauso gut wie diese Seifenöle und anderen Produkte, die die Firma herstellt. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Nur weil es nicht schäumt, habe ich irgendwie das Gefühl, es macht nicht richtig sauber und ich glaube, davon muss ich mich ein bisschen frei machen, aber das kann ich nicht von 0 auf 100 und deswegen komme ich mit Gelen nicht zurecht. Ich werde alle Luxusprodukte bis zum Schluss genüsslich aufbrauchen, weil sie einfach riesig Spaß machen und schön funktionieren. Zukünftig aber nur die günstige, minimalistische, umweltfreundlichere, dafür packungssparende Seife nutzen und das nächste Mal eine, die nicht so in die Augen brennt. Und das nicht nur, weil sie viel günstiger ist, sondern auch, weil sie genauso gut funktioniert. Apropos, jetzt habe ich das Wichtigste fast vergessen. Ich habe die Creme nicht sofort aufgetragen, sondern 15 Minuten gewartet. Meine Haut hat gespannt und war deutlich trocken nach beiden Reinigungsprodukten. Ich habe eine empfindliche Reife und sehr trockene Haut. Gut, muss also nicht immer teuer sein. Ich kann es aber trotzdem sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, egal, ich möchte trotzdem die Luxusreinigung für mein Gesicht. Wie entscheidest du dich? Das würde mich interessieren. Ich danke dir nun für deinen Besuch und deine Zeit und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald.